Heribert Niermann bringt eine ganz außergewöhnliche Uhr zu Bares für Rares. Sie erinnert ihn an vergangene Zeiten. Wenn ich mir die Uhr anschaue an sich, denke ich an meine Schwiegermutter. Ich weiß dann in der Wohnung, wo sie gestanden hat. Aber jetzt, nachdem die Wohnung aufgelöst ist, haben wir keine emotionalen Verbindungen mehr zu dieser Uhr an sich. Oh ja. Oh, jetzt kommt ein Lieblingsstück von mir. Was ganz, ganz Außergewöhnliches. Was ganz Tolles. Guten Tag. Oh Gott, was süß. Das ist nicht nur süß, das ist traumhaft. Das ist ein Öhrchen. Ich bin der Harry. Harry, das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Darf ich dir vorstellen, Albert Meyer? Der Albert Meyer. Harry, das ist eine Uhr. Bist du sicher? Ja. Das ist eine Drehuhr, Horst. Siehst du? Die dreht sich hier. Ach, das ist aber schwierig, die Uhrzeit abzulesen. Nee. Ja, eine ganz volle einfach. Stunde kann man ablesen. Ganz einfach, ja. Volle Stunde kann man ablesen, hat nur keinen Minutenzeiger. Früher war die Zeit ja auch langsamer. Ja, ja. Hier drehen sich keine Zeiger, sondern das Ziffernblatt. Die römischen Zahlen geben die Uhrzeit an. Harry, wo hast du die denn her? Die habe ich von der Schwiegermutter. Schwiegermama. Und ja. Schwiegermama war reiches Haus? Nicht ungefähr. Die hatten so einen Obst- und Gemüseladen. Da war in Essen immer früher eine Kunst- und Antiquitätenmesse. Ja. Und da hat die einfach gekauft. Und sie steht bei uns quasi immer rum. Und wir haben sie jetzt also vor 2 Jahren noch mal reparieren lassen. Die lief nämlich nicht mehr. Sie läuft perfekt. Die läuft perfekt jetzt. Die läuft perfekt, ja. Ja, irre. Sag mal, Harry, dann hast du mit deinem Schatz aber bestimmt mal darüber diskutiert, wie viel Geld du mit nach Hause bringen sollst. Ja. Und? Ich weiß, was die gekostet hat. Ja. 6.500 Euro. D-Mark. D-Mark. D-Mark war das damals. Boah. Hoffentlich entpuppt sich das Schmuckstück nicht als faules Ei. Und was möchten Sie jetzt dafür haben, hat die Frau gesagt? Ja, so 1.000 Euro möchte ich schon dafür haben. 1.000 Euro? Ja. Albert, dein roter Teppich liegt da. Erzähl. Auf den ersten Blick meint man natürlich, es hat was mit Fabergé zu tun. Mhm. Und auf den zweiten Blick kann man erkennen, es ist eine Wiener Urnentischuhr. Der Stil erinnert natürlich an Empire. Ja. Und aus dem Empire stammen auch diese Uhren. Es war die Madame Pompadour, die diese Idee hatte für diese Drehuhr. Und dann hat es Peter Fabergé aufgenommen in Paris und hat diese Uhren gemacht. Und dadurch sind diese Uhren auch in Wien entstanden, in der Schweiz entstanden. Ja. Und so ist die Geschichte dieser Drehuhr. Hergestellt um 1890 bis 1910 in dieser Spanne. Ja. In dem Uhrwerk sind zwei ganz, ganz kleine, minimale Punzen. Und da kann man erkennen, einen Wiedenhopfkopf. Wiedenhopf, kennen Sie diesen Vogel? Ja. Und da sind zwei ganz kleine Punzen drin. Und dann ist 935 gestempelt. 935 kann man die Zeit erkennen. Ja. Und durch den Wiedenhopfkopf Wien. Ja. Die Arbeit ist eine Emaillearbeit von absoluter höchster Qualität. Die Miniaturen, die Puttis hier oben, sind gemalt. Auch diese Miniatur ist gemalt. Und unten die kleinen Porträtköpfe sind auch gemalt. Also alles Handarbeit, hervorragende Qualität. Also das ist wirklich ein kleines Kunstkammerobjekt. Dass sie natürlich perfekt funktioniert, ist ganz, ganz toll. Und was noch ganz wichtig ist, der Korpus ist Silber. Es ist sogar besser wie Sterling-Silber, es ist 935er Silber. Also es ist wirklich das Beste vom Besten, was hier verwendet worden ist. Wer konnte sich im 19. Jahrhundert so eine Tischuhr leisten? Das waren nur ganz, ganz reiche Leute. Und deswegen sind diese sehr, sehr selten. Man konnte sie einfach nicht kaufen, weil sie damals schon teuer war. Und was damals teuer war, ist auch heute noch teuer. Was damals viel Geld gekostet hat, kostet auch heute noch viel Geld. Man müsste einen Minimumpreis von 2.500 Euro aufrufen. Für diese kleine Tischuhr. Ich meine, das ist natürlich ein Objekt, wissen Sie, wenn das ein richtiger Liebhaber findet, das könnte auch nach oben ausbrechen noch, so ein Objekt. Ja. Ich bin wirklich begeistert. Und da soll noch mal irgendwann irgendjemand was über einen Obst- und Gemüsehändler sagen. Der kriegt aber was zu hören. Ja. Hier ist meine Händlerkarte. Danke dir. Und ich habe sie selten mit so einem großen Vergnügen weitergegeben wie jetzt. Und du bekommst diese wunderschöne Uhr von Albert wieder in die Hand. Und jetzt geh ganz vorsichtig an diesen Menschen vorbei und hinten nimmt man dich und bringt dich zum Händler. Wunderbar. Danke dir. Ich danke dir ebenfalls.
Und ich bin immer noch begeistert. Ich bin mit weniger Erwartungen in dieses Gespräch gekommen und gehe jetzt also mit sehr großen Erwartungen in den Händlerraum. Das wirklich Außergewöhnliche bei dieser Uhr ist, dass sich das komplette Zifferblatt dreht. Nicht wie bei einer normalen Uhr, das Zifferblatt steht, sondern hier dreht sich das Zifferblatt um die Uhr. Etwa 30 Jahre war ich im Vertrieb tätig. Handeln war im Prinzip mein Geschäft, aber jetzt sitze ich auf der anderen Seite des Tisches und da sieht das die Sache ganz anders also aus. Bei dieser wunderschönen Uhr braucht man eigentlich keine Argumente. Es spricht alles für sich. Sie ist schön, sie funktioniert, sie ist wertvoll. Ja, auf geht's. Die kann man verkaufen. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Das ist ja richtig schön. Dankeschön. Aber Fabergé steht nicht drauf. Ne? Das ist eine Uhr. Eine Uhr ist ja. Ah ja, ich sehe. Ja. Das ist eine Wiener Tischuhr. Tischuhr. Ja. Also das Gehäuse ist, wie gesagt, aus hochwertigstem Silber. Ja. Und die Emaille, sagen wir mal, ist also ein ganz hervorragende. Und das sind also dann Bilder drauf gemalt, unten auf dem Fuß und auch auf dem Gehäuse. Bei diesem besonderen Stück lohnt es sich, ganz genau hinzuhören und hinzuschauen. Also, ich muss sagen, möchtest du? Ja. Das ist etwas ganz Besonderes. Ja. So was sehen wir hier nicht so oft. Also dafür habe ich Kundschaft. Wissen Sie, sie ist auch nicht beschädigt. Oftmals bei Email sind Absplitterungen oder Macken gar nichts. Es gibt von solchen Uhren auch Unmengen an Repros, an neuen Sachen. Und aber ein Original zu sehen, ist zwar nicht Fabergé, aber Wien ist trotzdem super. Schaut aus wie Fabergé. Ja, ja, könnte man erst denken. Ne? Ähnlichkeit. Der Sockel hat eine kleine Macke unten. Wenn man lang genug schaut, dann findet man etwas, worüber man meckern kann, aber fast nichts. Fast nichts. Nein, das ist schon ein toller Zustand. Was soll ich Ihnen denn jetzt bieten? Ich will die Uhr haben. Ja, dann fangen Sie mal an. Also ich dachte mal mit 300 Euro. Oh nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das kostet ein billiger Regulator, halt 300 Euro. Die Schraube oben haben wir schon, Fritz. Jetzt haben wir noch eine Uhr. Mehr noch nicht. Schauen wir mal. Ich mache mit 500 Euro weiter. 500? Die ist schön. 600. Ist zwar mehr wert. Sie haben eine vierstellige Vorstellung. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit? Ja, mit Sicherheit. Na, ich würde auf jeden Fall vierstelliger mal einsteigen. Vielleicht kommt ja noch was. 1000 biete ich Ihnen jetzt hier. In bar. Und der Sockel hat wirklich eine kleine Macke. Da muss ich schauen, wie ich das rauskriege. Hier unten. Oh. Ja, doch, doch. Hier. Aber das macht dieses Ding nicht schlecht. Nein. Das ist wunderbar. Nein. 1000 Euro in bar. Dann müsst ihr nur ein bisschen zulegen. Und sie geht. Das ist wichtig für die Uhr. Selbst eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Das ist mir nicht so wichtig. Ja, ja. Also ich überbiete mich selber noch einmal mit 10% mehr. Ich sage jetzt 1100 Euro in bar. Das ist viel Geld. Ich weiß, das ist viel Geld dafür. Ja. Aber Sie haben ja auch einen Kunden, haben Sie gesagt. Nicht nur einen. Ja, mehrere. Die ja, aber umso günstiger ich einkaufe, umso preisgünstiger kann ich dem auch anbieten. Auch so, ich möchte so teuer wie möglich verkaufen. Ist mir klar, da müssen wir uns halt treffen. Ja. Ich nehme die Entscheidung jetzt ab. Mein letztes Wort, 1200, ansonsten soll es nicht sein. 1200? Machen ja Sie nein? Die. Machen wir 1250. Nein, 1200. 1200. Gut, okay, wusste ich's. Schauen Sie her. Ich wusste, dass das was wird mit uns beiden. Nochmal die Hand. Dankeschön. Ich danke ebenfalls. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Heribert mit dieser Uhr war mir sehr, sehr sympathisch. Und ich hätte ihm gewünscht, dass er die 2500 Euro bekommt. Die hätte er auch verdient gehabt. Aber er hat es natürlich hier mit einem Tribunal von Händlern zu tun. Und die versuchen natürlich auch, günstig zu kaufen, was ihnen in diesem Fall sehr gut gelungen ist. Es war eine harte Verhandlung an sich, sag mal. Ich habe zwar gemerkt, dass einer der Händler die Uhr ganz gerne haben wollte, aber irgendwo kennt man dann auch die Schmerzgrenze und dann muss man eben halt zuschlagen. Oder man muss mit der Uhr wieder nach Hause gehen.